Thanksgiving in den USA, Zeit zum Luftholen und Nachdenken, was wir mit der aktuellen Korrektur machen. Gleich auf Aktienlust TV. Herzlich willkommen bei Aktienlust TV, heute zu einem kleinen Special, um Ihnen ein bisschen wieder ein Gefühl dafür zu geben, welche Gedanken man in der aktuellen Korrekturphase eigentlich haben sollte. Ja, dazu habe ich mir mal die Aktie von Apple vorgenommen, weil die ja auch zuletzt ordentlich korrigiert hat. Und da gibt es ja viele Infos, viele Gerüchte, viele Gründe, warum, weshalb und wieso die Apple-Aktie jetzt korrigiert. Und dass das ja auch Apple seinen Höhepunkt überschritten hat und so weiter und so fort. Und das ist ja ein Grundgedanke, der sich ja durch den Markt durchzieht. Ja, diese Psychologie, ja, in guten Phasen, wenn ja alles in den Himmel gelobt wird und die Aussichten nach oben fortgeschrieben werden und umgekehrt, wenn es in die andere Richtung geht, als gäbe es keinen Morgen mehr. Fakt ist, wenn wir uns jetzt mal Apple nehmen, dass dieses kleine Gerät, das iPhone, ja, immer noch den Löwenanteil der Gesamtumsätze bei Apple ausmacht. Ja, auch im letzten Quartal 37 Milliarden Dollar Umsatz mit dem iPhone von insgesamt knapp 64 Milliarden, wenn ich mich da richtig erinnere. Das zeigt die Bedeutung dieses Gerätes. Ganz klar der Umsatz und der Gewinnbringer bei Apple. Die Aktie ist ja jetzt auch gefallen, weil es Gerüchte gab, dass Apple bei seinen Zulieferern für das Modell XS, für das Modell XR jetzt die Stückzahlen reduziert hat. Das hat die Aktie natürlich vordergründig unter Druck gebracht. Aus meiner Sicht eine Korrektur war halt auch hier überfällig, nachdem die Aktie sich lange gegen den allgemeinen Abwärtstrend gestemmt hat. Okay, jetzt haben wir mittlerweile, das ist das iPhone XR, das iPhone X, das ursprüngliche, das erste iPhone X. Jetzt hat ja Apple ist ja hergegangen, hat ein größeres Gerät gemacht, ein kleineres Gerät von dieser Version und eben noch ein Modell mit einer anderen Benutzeroberfläche, eben kein OLED-Display, sondern ein klassisches LED-Display. Und schon hat man natürlich viele Geräte und man weiß natürlich auch nicht unbedingt genau, auf was fahren die Kunden jetzt ab. Man weiß nur, okay, von diesem Display wird ein bisschen weniger bestellt, schon wird spekuliert, gemacht, getan. Keine Frage. Es gab auch schon Jahre, in denen wirklich Apple mit seinem neuen iPhone daneben lag. Also man hat da nicht den Kundengeschmack getroffen. Es waren noch nicht diese Gimmicks wirklich, die wirklich Apple-Apple-Janer dazu bewegt haben, sich ein neues Gerät zu kaufen. Ja? Das kann auch in Zukunft passieren. Aber eine Sache ist klar, und das sollte man mal drüber nachdenken, wenn man sich jetzt mit Apple beschäftigt. Ich kenne viele Menschen, die irgendwann mal ihr Smartphone gewechselt haben. Ich kenne aber weitaus weniger Menschen, die von Apple, vom iPhone weggegangen sind zu einem Samsung oder zu einem Sony, als umgekehrt, die von einem anderen Smartphone zum iPhone gekommen sind. Weil das hat auch etwas mit dieser Einfachheit, mit diesem, natürlich auch mit diesem Statussymbol des iPhones zu tun. Also wenn man irgendwann mal ein iPhone hat, das ist ja auch sehr teuer, da ist es fast so, man redet sich auch fast schon ein, dass das ein ganz, ganz tolles Gerät ist und eigentlich das Beste und man muss es haben. Und es ist ja auch qualitativ immer sehr, sehr hochwertig. Es ist nie das Allerbeste am Markt, aber es gehört immer in die Spitzenklasse und es ist eben ein iPhone und kein Smartphone. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das nächste Quartal, das übernächste Quartal wieder ein Quartal mit immens hohen iPhone-Verkäufen oder braucht es das nächste Modell mit irgendeinem neuen Gimmick? Irgendwann wird wieder was kommen. Ich zum Beispiel habe mir das iPhone X vor allen Dingen aus dem Grund gekauft, weil es eine deutlich bessere Kamera hatte. Ich hatte vorher das iPhone 7, waren ganz ordentliche Fotos, aber das ist jetzt nochmal ein Quantensprung gewesen. Und wenn man Kinder hat, man ist unterwegs, dann macht man gern Fotos und das hat hier einfach eine andere Qualität. Der andere Kram, okay, es ist etwas schneller, es ist etwas klarer, das ist schön und gut, aber für mich definitiv war diese Kamera aktuell das Kaufargument für mich, wieder mal das Gerät zu wechseln. Und so geht es eigentlich allen, die so ein iPhone haben. Sie haben es eine Weile und überlegen, lohnt es sich jetzt schon die nächste Generation zu ordern oder nicht. Und dann gibt es auch bei Apple natürlich ganz klare Statistiken, wann eigentlich
iPhone-Besitzer wieder überwiegend in das nächste Modell gehen. So, und jetzt ist man in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung und guckt, welche Gimmicks bringe ich jetzt in neue Geräte. Wann ist wieder ein Zyklus, wo extrem viele theoretisch in das nächste iPhone wechseln? Und glauben Sie mir eins, zum einen ist der Smartphone-Markt insgesamt noch nicht gesättigt. Er ist natürlich in den etablierten Märkten, in den westlichen Industrienationen schon sehr, sehr stark entwickelt. Gesättigt ist er noch nicht. Zum anderen hat ja Apple gerade gezeigt, dass man auch auf der Preisseite durchaus noch einiges machen kann. Man hat ja die durchschnittlichen Erlöse pro iPhone dramatisch gesteigert. Also man hat sogar weniger Stückzahlen verkauft, aber Umsatz und Gewinn in dem Sektor nochmal maximiert. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann gibt es das nächste iPhone mit Gimmicks, mit Zubehör, wo wieder viele Leute sagen, das muss ich haben. Ich bleibe dabei, da gibt es auch andere Meinungen. Viele würden schon sagen, wenn das wenigstens mal ein Akku hätte, was auch mal 3-4 Tage hält, ja, dass man nicht immer abends aufladen muss, kann ein Argument sein. Vielleicht ist es aber auch etwas anderes, was wir heute noch nicht auf dem Schirm haben. Aber auch eine Frage, ja, ist das mit den Smartphones, gibt es das noch in 5 oder 10 Jahren? Und da muss ich auch ehrlich sagen, aktuell ist mir nichts bekannt, was diese Geräte mal ablösen sollte mit den aktuellen Anwendungen. Man hat es ja mal probiert mit den Datenbrillen, das hat man mehr oder weniger wieder zurückgefahren, weil es ist natürlich lästig, sich immer so eine Brille auf den Kopf zu ziehen und dann das da über irgendwelche Augenkontakte oder irgendwas. Also ich gehe fest davon aus, dass diese Geschichte, dass man ein Gerät in die Hand nimmt, was übersichtlich ist, mit dem man auch noch Fotos machen kann, mit dem man im Internet surfen kann, mit den Fingern arbeiten kann und so weiter, dass uns das bestimmt noch 10 Jahre mindestens begleiten wird, bis vielleicht mal irgendwann eine Nachfolgetechnologie das noch geschickter macht. Aktuell ist da noch überhaupt gar nichts in sich. Also noch sehr, sehr gute Jahre für Apple, auch mit dem iPhone Geld zu verdienen, neue tolle Produkte zu kreieren, die den nächsten Hype und den nächsten Absatzrekord für Apple bescheren und dann natürlich auch wieder Rekordumsätze. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass Apple ja auch an anderen Geräten arbeitet, wie der Apple Watch. Auch hier ein Markt, der momentan natürlich bei Apple noch nicht so die Bedeutung spielt. Weil natürlich auch hier tolle Umsatz- und Gewinnsteigerungen, aber im Gesamtumsatz spielt das noch nicht so die Rolle. Dabei ist die Apple Watch mittlerweile die meistverkaufteste Uhr der Welt. Es gibt keinen Hersteller, der mehr Uhren verkauft als Apple. Ja, also das muss man ja auch mal dazu sagen. Und hier sind ja auch Entwicklungen im Gange, die das demnächst möglicherweise zu einem Gesundheitsinstrument machen. Ja, also die neue Serie der Apple Watch, die kann ja sogar schon ein kleines Kardiogramm schreiben. Ja. Also es gibt ja auch mittlerweile Patentanmeldungen, dass man mit dieser Uhr demnächst den Blutzuckerspiegel messen kann. Das wäre natürlich für alle Insulin-Patienten ein Riesengewinn, wenn man sich nicht mehr pieksen muss, um seinen Blutzuckerspiegel zu messen. Und wenn die Uhr einen selbst warnt, okay, jetzt ist es mal wieder Zeit, etwas Insulin zu sich zu nehmen. Also da ist noch vieles drin. Dann Apple Pay, auch ein Riesenmarkt, dieses Bezahlen bargeldlos über das Handy. Ja, jetzt auch in Deutschland endlich an den Start gegangen. Also da ist noch viel am Werden und glauben Sie mir auch, es gibt kein Unternehmen auf der Welt, was mehr in Forschung und Entwicklung ausgibt als Apple. Das iPhone ist jetzt knapp 10 Jahre auf dem Markt. Man wird neue Produkte kreieren, die natürlich auch das Potenzial haben, wirklich zu Blockbustern zu werden. Also da ist mir überhaupt nicht bange um das Unternehmen Apple. So, das war die eine Überlegung. Also, wir können zuversichtlich sein, dass ein Unternehmen wie Apple irgendwann in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren wieder neue Rekorde erzielen wird. Ganz einfach und ganz sicher einfach durch neue Produkte, durch eine neue Generation des iPhones. So, und jetzt schauen wir uns als zweites die Zahlen an oder die Bewertung. Ja, Apple hat nach wie vor rund 270 Milliarden Dollar Cash in der Kasse, wird aktuell heute bewertet nach der Korrektur mit, glaube ich, 760 Milliarden Euro. Also, und macht in diesem Jahr einen Umsatz von 265 Milliarden Dollar und ein EBIT von 70 Milliarden Dollar. Also man kommt auf ein KGV von 12. Also das ist alles andere als teuer und da ist, wie gesagt, diese Cash-Reserve noch nicht mal berücksichtigt. Sogar die Dividendenrendite von 1,4% knapp aktuell ist gar nicht mal so von schlechten Eltern. Also die Umsatzprognosen für nächstes Jahr, 280 Milliarden Dollar, schreiben Sie das fort. In 3, 4 Jahren wird man bei Apple wahrscheinlich 400 Milliarden Dollar erzielen
an Umsatz und in EBIT im Bereich von 100 Milliarden, 120 Milliarden. Also da muss man auch wirklich nicht unbedingt Prophet sein, man muss nicht studiert haben, um zu sagen, dass die Apple-Aktie irgendwann auch wieder neue Höchststände erreichen wird. Und schauen wir uns jetzt den Chart an, und darum geht es ja, was eben in Korrekturen passiert. Die Aktie von Apple, die hat ja ein Hoch gehabt von 200, knapp 40 Dollar und aktuell 176 Dollar. Also die 180 Dollar Marke, das war die erste Zielmarke, da ist man leicht runtergegangen. Das ist momentan irgendwie an der Wall Street so Uso, dass man eben nicht die Unterstützungen verteidigt, sondern erst mal drunter geht. Verkaufssignale auslöst, damit eben zittrige Hände dann noch rausgespült werden und die Aktie verkauft. Was nicht ausschließt, dass es vielleicht sogar noch auf 160 Dollar geht. Nur, dann rutscht das KGV nach dem aktuellen Stand der Dinge natürlich auf 10. Und da müssen Sie sich denken, diese Gewinne, die jetzt erzielt werden, die wird Apple wieder erzielen. Vielleicht nicht nächstes Jahr, vielleicht in 2 Jahren, 3 Jahren, egal. Aber man wird höhere Gewinne erzielen. Man wird wieder einen Maximalgewinn erzielen, der über allen Rekorden liegt. Und dann wird Apple auch wieder diese alten Höchststände erreichen. Das ist für mich definitiv so sicher wie das Amen in der Kirche. Jetzt geht es ja auch darum, man sieht ja auch, was kann Apple noch alles leisten. Die haben ja einen riesen Cashflow, je Aktie dieses Jahr von 15 Dollar. Cashflow je Aktie, das sind gewaltige Summen, die da unterwegs sind. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie verhalte ich mich an dem Markt? Was kann ich tun? Es gibt ja auch andere tolle Aktien, die stark gefallen sind. In einer Korrektur zu kaufen, das können natürlich nur die, die Cash haben. Jetzt gibt es natürlich viele von Ihnen, die sind möglicherweise schon voll in Aktien investiert. Die haben die Korrektur schon genutzt zu kaufen. Die sind davon ausgegangen, dass wir den Boden erreicht haben. Ja, teilweise bin ich das ja auch schon. Also viele sind vielleicht schon voll investiert, können jetzt nicht mehr nachlegen. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich im Portfolio vielleicht den einen oder anderen Austausch vornehmen? Weil eine Sache ist auch klar. Wenn der Markt sich jetzt, auf Deutsch gesagt, ausgekotzt hat, ja, und sich bereinigt hat, dann gibt es eine Erholung, in der einige Aktien ein deutlich höheres Erholungspotenzial haben als andere. Also die Überlegung ist natürlich dann logisch, gehe ich aus einem eher defensiven Investment erstmal raus, was auch vielleicht noch nicht so viel verloren hat die letzten Tage, um eben hier die Chancen zu nutzen. Das ist eine Überlegung, die man anstellen kann. Natürlich kommt es insgesamt immer auf die Anlagephilosophie eines jeden Einzelnen an. Ein konservativer Investor, der eher auf Dividendenrenditen Wert legt, der wird natürlich jetzt nicht eine Münchner Rück verkaufen, ja, die ihm eine solide Dividende bietet oder eine Allianz. Aber natürlich sind das eben Aktien, die, wenn der Markt sich erholt, die werden auch steigen. Ja. Aber ich sag mal, eine Amazon, eine Apple, eine Facebook, wenn da jetzt wieder die Post abgeht, da ist natürlich die Luft nach oben deutlich höher eben als bei diesen Unternehmen, weil einfach die Wachstumssteigerungen deutlich höher sind, die Gewinnsteigerungsmöglichkeiten deutlich höher sind. Das muss man sich da immer vor Augen halten. Also genauso wie eine E.ON, so Versorger, sehr defensiv. Ja, das sind teilweise Unternehmen natürlich, die in verschiedenen Depots ihre Berechtigung haben. Keine Frage, als sicherer Hafen, weil Strom brauchen wir. Es wird auch mehr Strom erzeugt werden müssen, gerade Richtung Elektromobilität. Das spricht auch für eine E.ON. Oder nehmen Sie eben eine Münchner Rück. Es ist ein klassischer Wert, auch hier sich die Geschichte zu hinterfragen, warum man Münchner Rück kaufen kann in Sachen Dividendenrendite. Die Münchner Rück ist ja ein Rückversicherer. Und wenn es jetzt wie aktuell Sturmschäden, Hurricanes gibt, das belastet diese Rückversicherung, weil die Erstversicherer wie eine Allianz dann natürlich sich bei der Münchner Rück rückversichert haben und ihre Schäden, die sie zahlen müssen, da wieder zurückholen. So, das belastet natürlich in solchen Jahren eine Münchner Rück. Ja, das sorgt auch manchmal dafür, das gab es in der Vergangenheit schon öfters, dass man ein Jahr mit einem Verlust abschließt. Trotzdem zahlt man die Dividende. Warum? Weil Katastrophenjahre eigentlich die größten Vertriebsargumente für einen Rückversicherer sind. Weil natürlich dann jeder weiß, hey, ich muss mein Gebäude versichern, ich muss mich absichern, damit ich in Katastrophenfällen geschützt bin. Also, die Erstversicherer schließen mehr Verträge ab zu höheren Margen und versichern das natürlich dann auch wieder rück. So, das ist praktisch ein Perpetuum mobile der Geschäftsabschlüsse, womit man eben sicher sein kann, dass so eine Gesellschaft wie Münchner Rück auch in den nächsten Jahren stabil steigende Dividenden zahlen wird. Das machen die schon seit fast 30 Jahren. Also, das sind Beispiele, wie man an der Börse
denken muss, wie man an der Börse taktieren muss. Natürlich gibt es doch andere Möglichkeiten, die Sie jetzt anstellen müssen in solchen Phasen. Wir haben ja schon immer gewarnt vor Geldwerten. Das ist die größte toxische Bombe. Ja, alles, was Sie in Geldwerten investiert haben. Sie haben Bargeld im Tresor oder auf Ihrer Bank, auf dem Konto oder auf dem Sparbuch. Da stehen, was weiß ich, 20.000, 30.000 Euro. De facto stehen die da. Und die gehen da auch nicht weg. Ja, es sei denn, die Banken ziehen die Gebühren weiter an oder berechnen noch einen Negativzins. Aber was de facto auch der Fall ist, die Kaufkraft dieses Geldes schwindet von Jahr zu Jahr. Wir haben eine Inflation, die offiziell ausgewiesen ist, sicherlich geringer ist als wirklich die gefühlte Inflation. Aber diese 20.000, 30.000 Euro von heute werden in 5 bis 10 Jahren nicht mehr die Kaufkraft haben von heute. Ja? Und das ist auch logisch. Das Maß auf dem Oktoberfest kostet in 10 Jahren wahrscheinlich 70% mehr als heute. Ja? Wenn Sie das Geld auf dem Sparbuch lassen, dann kostet Sie das, dann haben Sie nicht so viel Geld für das Maß am Oktoberfest oder auch für den Big Mac bei McDonald's. Das sind Produkte, die geben diese Preisentwicklungen weiter an den Endkunden. Und das ist das Entscheidende. Deswegen sind ja auch Aktien aus meiner Sicht Sachwerte ein Mittel, diese Gefahr der Geldentwertung bei den Niedrigzinsen zu entgehen. Deswegen sagen wir raus aus Geldwerten, rein in Sachwerte. Dazu gehören natürlich Immobilien dazu. Wobei man natürlich auch hier sagen muss, das sind in den letzten Jahren so gewaltige Sprünge passiert, dass man natürlich auch hier schon gucken muss. Da sind vielleicht auch schon Grenzwerte erreicht. Bei guten Unternehmen sehe ich da noch viel, viel mehr Luft nach oben. Also Geldwerte sind gefährlich. Deswegen auch überlegen, was habe ich da? Habe ich eine kapitalbildende Lebensversicherung, die sich nicht mehr rentiert? Ja, bin ich da irgendwo gebunden in einem Sparvertrag, ja, in einem Bausparvertrag oder was weiß ich auch immer? Da Überlegungen anzustellen, was kann ich da machen? Und dann lieber, da heißt es auch nicht, dass Sie da unbedingt spekulativ investieren sollen mit solchem Geld. Man kann an der Börse auch relativ konservativ investieren in Dividendenaktien, in die großen Player, die wir hier immer wieder vorstellen, die eben auch Jahr für Jahr eben stabile Dividenden zahlen. Aber natürlich mittlerweile werden auch die großen IT-Unternehmen wieder zunehmend interessant, nachdem sie eben in den letzten Wochen deutlich an Wert verloren haben. Aber glauben Sie mir eins, auch Amazon, ja natürlich werden die ihre Umsatz- und Gewinnsteigerung in den nächsten Jahren fortsetzen. Es wird vielleicht auch mal in der Konjunkturdelle etwas weniger sein. Man wird vielleicht sogar mal einen Rückschritt machen. Aber es ist immer nur wieder eine Frage der Zeit, bis wir wieder ein sehr gutes Jahr haben, ein positives Jahr, ein Momentum in der Weltwirtschaft, weil das Wachstum der Weltwirtschaft ist garantiert. Da bleibe ich dabei. Das ist garantiert durch das Wachstum der Bevölkerung und vor allen Dingen durch das Wachstum der Menschen, die in Schwellenländern zu Wohlstand kommen wollen, die dort arbeiten Tag für Tag, viele, viele Stunden, die alles dafür geben, auch etwas von dem Wohlstand mal zu haben, den wir schon heute als selbstverständlich erachten. Also das sind Überlegungen, die Sie in der aktuellen Phase anstellen sollten. Und wenn Sie das tun, dann bekommen Sie auch ein gutes Gefühl dafür, dass Sie jetzt nicht nervös werden, dass Sie sagen, okay, ich habe das eine oder andere verpasst, ich habe das eine oder andere vielleicht auch falsch gemacht, aber am Ende des Tages ist es immer wichtiger, mehr richtig als falsch zu machen. Das ist das Geheimnis des Erfolges. Und wenn Sie in Korrekturen kaufen, nachdem Aktien mal, sehr gute Aktien mal 10-15% verloren haben, dann machen Sie nichts falsch, auch wenn die Korrektur vielleicht erst bei 30% minus endet. Sie haben mit Rabatt gekauft, Sie haben auf lange Sicht gekauft, nicht auf Sicht von 15 Jahren, 20 Jahren, aber auf Sicht von 5 Jahren. Das reicht ja schon an der Börse, um sich eigentlich sicher sein zu können, dass Sie da einen guten Schnitt machen werden. Das waren Gedanken von mir für Sie heute, Ihr Jürgen Schmidt.